Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandy's Happy Place. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Vor kurzem wurde mal der Wunsch geäußert, ob ich nicht auch mal eine Laterne dekorieren könnte. Da nun die Vorweihnachtszeit doch bald ansteht, dachte ich mir, ich dekoriere diese Laterne, die ich zu Hause habe, mal etwas weihnachtlich. Natürlich darf dabei eine Lichterkette nicht fehlen, die habe ich jetzt unten reingelegt. Dazu kommen noch weiß besprühte Kiefernzapfen. Die werde ich jetzt nacheinander auf den Boden dieser Laterne legen. Da ich immer wieder mal Anfragen bekomme zu meinen Dekoartikeln, ich habe die Links in meiner Beschreibung hinterlegt. Ihr findet mich auch übrigens nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram, Pinterest, Facebook und TikTok. So, nun weiter zur Deko. Und zwar habe ich jetzt hier noch ein paar Zweige, die sind auch künstlich. Da findet ihr die Links ebenso in meiner Beschreibung. Die setze ich jetzt auch einfach mit dazu. Dann habe ich noch ein paar Zapfen, die so leicht glitzern. Die lege ich jetzt auch noch mit dazu rein. Und die silberfarbenen Walnüsse, die habe ich auch letztes Jahr schon dekoriert. Die würde ich jetzt auch noch mit dazu legen. Da kommen natürlich auch einige mit rein. Es soll ja dann der ganze Boden bedeckt sein. Natürlich könnte man jetzt in die Mitte eine große Stumpenkerze reinstellen, aber ich habe mich nicht für eine Kerze entschieden, sondern für einen Hirsch, den ich jetzt hier in der Mitte platzieren werde. Natürlich werde ich den jetzt leicht erhöhen, damit er einfach auch in Szene gesetzt ist. Da ich noch ein paar Zweige von dieser Stacheldrahtpflanze übrig habe, setze ich jetzt überall noch ein paar Zweige mit dazu. Diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich sehr gerne mit Girlanden dekoriere. Und zwar sind es natürlich meist künstliche Girlanden. Hier in diesem Fall habe ich eine silberfarbene Beerengirlande. Ich werde es euch jetzt gleich zeigen, wie ich die noch dazu dekoriere. Und zwar lasse ich die jetzt einfach ganz locker reinhängen. Natürlich zeige ich euch die Laterne nachher auch nochmal von weitem und auch nochmal ganz nahe und natürlich auch bei Nacht beleuchtet. Dann werde ich jetzt noch den Boden vollends ausfüllen mit diesen silberfarbenen Walnüssen. Ja, ich freue mich natürlich sehr über eure Meinungen zu dieser Dekoration. So, und jetzt werden wir gleich mal diesen Deckel oben schließen. Wie ihr links und rechts sehen könnt, habe ich jeweils einen weißen Holzkerzenständer dazu gestellt. So schaut jetzt meine vorweihnachtliche Laterne aus und natürlich zeige ich es euch jetzt gleich nochmal bei Dunkelheit. Passt natürlich sehr gut zu meiner weißen Einrichtung. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen und für diejenigen, die das erste Mal bei mir sind, vielleicht habt ihr ja Lust, mir ein Abo dazulassen. Ihr werdet in nächster Zeit einiges an Weihnachtsdekorationen bei mir finden. Jetzt könnt ihr noch mal einen Blick oben reinwerfen. Natürlich macht sich diese Laterne sicherlich auch ganz toll im Eingangsbereich oder vor der Haustüre oder wenn ihr einen großen Flur habt.
Ja, ihr Lieben, dann verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis bald, eure Sandra.